Weltweit kommt es immer wieder vor, dass Menschen spurlos verschwinden. Dass Menschen meistens unter gruseligen Umständen auf einmal weg sind und nie wieder auftauchen. Wenn ihr auf Google einmal nachgucken würdet nach eben gruseligen Vermisstenfällen, dann würdet ihr Dutzende finden. Doch kaum ein Vermisstenfall, den es gegeben hat, ist so gruselig wie der Fall des Deutschen Lars Mittank. Ein junger Mann eben aus Deutschland, der unter unfassbar mysteriösen und gruseligen Ereignissen plötzlich verschwunden ist. Ereignisse, die auf Überwachungskameras aufgenommen wurden und die zeigen, dass hier etwas absolut nicht stimmte. Über diesen Vorfall von Lars Mittank, dem mysteriösesten deutschen Vermisstenfall, möchte ich heute einmal ausführlich sprechen. Vor vielen Jahren habe ich bereits einmal in einem Video kurz darüber gesprochen, doch heute möchte ich euch alle Informationen bieten, die es zu diesem so gruseligen Vorfall gibt, der bis heute nicht aufgeklärt werden konnte. Damit wir aber verstehen können, was genau hier vorgefallen ist, müssen wir einmal ins Jahr 2014 zurückreisen, genauer gesagt zum 30. Juni 2014. Denn damals entschied sich der junge 28-jährige Lars Mittank, dass er mit Freunden einen Urlaub in Bulgarien machen wollte. In einer Region namens Varna wollten diese jungen Leute eben einfach eine schöne Zeit genießen. Für die von euch, die nicht wissen, was genau Varna ist: Varna ist letztendlich eine bulgarische Urlaubsregion, die besonders bekannt für ihre Partyszene ist. Viele Leute, die einfach gerne viel trinken wollen, die Party machen wollen, entscheiden sich eben im Sommer, dorthin zu fliegen und für wenig Geld eine schöne Zeit zu haben. Und genau das war auch das Ziel von Lars und seinen Freunden gewesen. Hier muss man einmal ganz kurz sagen, dass es nicht genau klar ist, wie viele Freunde wirklich mit waren im Urlaub. In manchen Quellen wird davon gesprochen, dass es lediglich 2 Freunde waren, die mit Lars mitgeflogen sind, und manche andere Quellen sprechen von 4 Freunden. Auf jeden Fall, diese Truppe aus jungen Männern wollten einfach dort feiern, trinken und sonst etwas machen, wie eben andere Leute es auch taten. Doch als sie eben dann nach Varna flogen, sollte dort etwas Gruseliges passieren. Aber danach sah es zunächst nicht aus. Denn sie wollten eine Woche eben in einem Clubhotel bleiben. Und über diese Woche hinweg passierten eigentlich auch nicht sonderlich seltsame Dinge. Die Freunde sagten später aus, dass Lars aufgefallen war, weil er sonderlich wenig gegessen hatte. Aber das war jetzt nichts, was zu seltsam war. Doch dann eben, am 5. Juli, kam es zu einem gruseligen Vorfall. Denn die Leute wollten noch abends losgehen, um sich etwas zu essen holen. In der Gegend gab es einen kleinen McDonald's-Laden, der 24 Stunden lang offen hatte. Die Jungs, die noch Hunger hatten, wollten einfach dorthin gehen, sich schnell einen Burger holen und dann wollten sie alle gemeinsam zurück ins Hotel gehen. Lars entschied sich, dass er nicht mit in den McDonald's geht, sondern eben draußen wartet, dass seine Freunde danach zu ihm zurückkehrten. Die Freunde gingen nichtsahnend rein, bestellten ihr Essen, doch als sie wieder nach draußen kamen, bemerkten sie, dass Lars auf einmal verschwunden war. Scheinbar war er einfach weg gewesen, was natürlich die Freunde erstmal verunsicherte. Sie suchten die Gegend ab, um Lars zu finden, konnten aber nichts von ihm entdecken. Da sie nicht genau wussten, was passiert war, vermuteten sie, dass Lars vielleicht einfach zurück zum Hotel gegangen ist, weil dieses Hotel sehr dicht dran gewesen ist. Sie gingen also selbst wieder auf ihr Hotelzimmer und bemerkten, dass Lars dort gewesen ist. Er saß eben dort auf seinem Bett und erzählte ihnen, was vorgefallen war. Er erzählte, dass er eben draußen vor diesem McDonald's gewartet hatte, als eine Truppe deutscher Fußballfans ankam. Ihr müsst wissen, Lars Mittank war sehr großer Werder Bremen-Fan. Und eben vor diesem McDonald's soll er dann in eine Auseinandersetzung mit deutschen Bayern-Fans gekommen sein. Fans des Vereins Bayern München sollen ihn eben gesehen haben, wie er in seinem Werder Bremen Trikot draußen stand, und erst waren sie in eine verbale Auseinandersetzung geraten, die dann aber auch handgreiflich wurde. Genauer gesagt sagte Lars dazu, dass er eben diese Auseinandersetzung hatte und diese deutschen Fußballfans dann eben Bulgaren oder Russen dazu bezahlt oder engagiert hatten, dass sie eben Lars verprügeln sollten. Mit anderen Worten, nachdem diese Auseinandersetzung schon vorbei gewesen ist, kam scheinbar eine oder mehrere Personen, die Lars nicht kannte, zu ihm, um ihn eben zu schlagen. Und dabei hatte er eben auch einen Schlag gegen den Kopf bekommen. Einen Faustschlag hat es gegeben, der gegen sein Ohr ging. Das sei jetzt etwas verletzt gewesen, aber Lars sagte seinen Freunden, dass das Ganze kein Problem sei. Er hatte sich nur dann entschieden, schnell zurück aufs Hotelzimmer zu gehen, weil er nicht noch weiter Probleme haben wollte.
Die Freunde gingen also schlafen, allerdings auch relativ früh, weil eben am nächsten Tag die Heimreise anstand. Sie wollten am 6. Juli 2014 wieder zurück nach Deutschland fliegen. Als Lars aber an diesem Tag aufwachte, bemerkte er, dass irgendetwas nicht stimmte. Er merkte, dass er eben auf dem Ohr, was geschlagen wurde, deutlich weniger hören konnte und dass es auf einmal extrem doll wehtat. Er merkte, dass die Schmerzen so doll waren, dass er nicht einfach ins Flugzeug hätte steigen und nach Hause fliegen können. Er entschied sich also, einen Arzt in der Region aufzusuchen, um wenigstens einmal nachgucken zu lassen, ob alles in Ordnung ist. Dieser Arzt überprüfte sein Ohr und stellte dann fest, dass er eben einen Trommelfellriss hatte. Sprich, im Ohr tief drin hatte er eine Verletzung gehabt, die eben die Schmerzen verursachte. Das große Problem war aber gewesen, dass Lars mit dieser Verletzung niemals hätte nach Hause fliegen dürfen. Wenn man nicht mit so einer Verletzung nach Hause fliegt, kann es durch den Druckabfall im Flugzeug dazu kommen, dass diese Verletzung noch deutlich, deutlich schlimmer und deutlich, deutlich schmerzhafter wird. Der Arzt sagte also, dass er die Heimreise nicht antreten dürfte und er solle sich eben in einem Krankenhaus in der Gegend einchecken, dass das Ganze noch einmal genauer untersucht bzw. wieder repariert oder operiert wird. Dies war dann auch der Plan von Lars gewesen. Er teilte seinen Freunden mit, dass er mit ihnen nicht nach Hause reisen könnte, weil er eben diese Verletzung hatte und dass er stattdessen ein Krankenhaus in der Gegend aufsuchen müsste. Die Freunde haben laut eigener Aussage gesagt, dass sie ihm angeboten hatten, mit ihm da zu bleiben. Zumindest, dass eine Person bei ihm bleibt. Doch Lars hätte diese Vorschläge alle abgelehnt und gesagt, dass das Ganze überhaupt kein Problem sei. Die Freunde von ihm flogen also zurück nach Deutschland und er blieb zurück eben in Bulgarien. Dort fuhr er dann eben zu einem Hals-Nasen-Ohrenarzt, der sein Ohr genauer untersuchte und auch dieser Hals-Nasen-Ohrenarzt stellte fest, dass die Trommelfellverletzung tatsächlich da ist, dass dieser Riss also richtig diagnostiziert wurde. Er wurde sofort zu einem Krankenhaus geschickt, in dieses Krankenhaus ging er dann auch und sollte dort eben laut dem Facharzt, der da arbeitete, operiert werden. Doch eben diesen Vorschlag, dass man ihn operieren würde, lehnte Lars ab. Er wollte nicht wahrscheinlich in diesem fremden Land operiert werden, sondern wollte wahrscheinlich lieber erstmal nach Deutschland zurückreisen, um dort diese Operation durchführen zu lassen. Er wollte also nicht dort eine Operation haben, aber bekam dafür dann ein Medikament verschrieben, das vor allem die Schmerzen unterdrücken sollte und das Ganze erträglich machte. Mit diesem Medikament sollte er dann auch theoretisch am nächsten Tag in der Lage sein, wieder nach Hause zu fliegen. So weit, so gut erstmal das Ganze. Was nun aber problematisch war, ohne diese Operation durfte Lars natürlich nicht im Krankenhaus bleiben. Er wurde nicht stationär aufgenommen und musste sich dann ein Hotelzimmer buchen. Da er selbst nicht so viel Geld hatte, entschied er sich, ein günstiges Hotel zu suchen. Und da gerade eben die ganz normale Urlaubssaison gewesen ist, waren die meisten Hotelzimmer nicht frei. Er musste also in ein Hotel Color, wie es hieß, das sich in einem sehr runtergekommenen und recht kriminellen Viertel von Varna aufhielt. Er fuhr also zu diesem sehr billigen Hotel, das häufig auch als Absteige bezeichnet wird, und checkte dort für eine Nacht ein. Am nächsten Tag wahrscheinlich wollte er dann einfach zum Flughafen fahren und nach Hause fliegen. So weit wäre auch alles schön und gut gewesen. Doch in der Nacht vom 6. auf den 7. Juli passieren so seltsame Dinge, die man sich nicht erklären kann. Eine Überwachungskamera in diesem Hotel zeichnete auf, dass Lars sich scheinbar komisch verhielt. Er wurde mehrfach dabei gesehen, wie er scheinbar durch die Gänge des Hotels geht oder sich zum Beispiel auch im Fahrstuhl des Hotels kurzzeitig versteckt. Mitten in der Nacht ist auch einmal zu beobachten, wie Lars für eine Stunde das Hotel verlässt und danach auf einmal wiederkommt. Während dieser Nacht, wo er in diesem Hotel ist, ruft er auch mehrere Male seine Mutter in Deutschland an und schreibt ihr unterschiedliche SMS. Und diese Nachrichten und SMS sind wirklich gruselig. So ruft er bei seiner Mutter an und teilt ihr mit, dass er das Gefühl hat, verfolgt zu werden. Dass Männer oder Menschen, die er nicht kennt, dabei sind, ihn zu jagen und immer näher kommen. Er teilt seiner Mutter eindeutig mit, dass er Angst hat zu sterben und das Gefühl hat, dass jemand ihm etwas Böses will. Er ruft sogar einmal an und teilt der Mutter mit, dass er eben sich gerade versteckt vor diesen Leuten, vor den Angreifern, die ihn suchen. Er fordert seine Mutter auch dazu auf, dass sie seine Kreditkarte unbedingt sperren müsste, was die Mutter letztendlich auch tat, doch bei all diesen Sachen, die Lars erzählte, ging er nie auf Details ein.
Wir können nur vermuten, dass die Mutter von Lars natürlich Nachfragen gestellt hatte, aber Lars teilte nicht genau mit, wer diese Angreifer sind, warum sie ihn angreifen und ob sie seine Kreditkarte oder irgendetwas bereits gestohlen haben. Lars wirkte in diesen unterschiedlichen Anrufen extrem verängstigt und paranoid. Er hatte scheinbar wirklich das Gefühl, dass jemand ihm auf den Fersen ist, was natürlich auch erklären würde, warum er sich zum Beispiel im Fahrstuhl des Hotels versteckt gehalten hatte für einige Zeit. Auf jeden Fall, diese Situation war schon komisch. Es kam dann auch noch SMS auf das Handy der Mutter, wo Lars eben sie gefragt hat, was in dieser Medizin drinne ist, die er eben vom Krankenhausarzt verschrieben bekommen hatte. Das Ganze war da schon eine unfassbar gruselige Situation, doch sie sollte noch weiter eskalieren. Denn am frühen Morgen, beziehungsweise als es noch dunkel gewesen ist, sah ein Taxifahrer, wie Lars Mittank draußen mit gepackten Taschen an der Straße stand. Als er das Taxi sah, winkte er wie ein Wahnsinniger, weswegen das Taxi anhält und ihn mitnahm. Lars wollte unbedingt zum Flughafen gebracht werden in Varna, um von dort aus wieder zurück nach Deutschland zu fliegen. Der Taxifahrer tat das auch und alles war soweit schön und gut gewesen. Am Flughafen selbst gingen dann aber die seltsamen Sachen weiter. Denn vom Flughafen aus rief Lars erneut seine Mutter an. Er teilte ihr mit, dass er endlich am Flughafen sei und dass er seinen Entführern bzw. seinen Angreifern entkommen ist. Er hatte scheinbar das Gefühl, hier etwas sicherer zu sein und dass hier alles wieder gut ist. Er teilte seiner Mutter auch mit, dass er jetzt bald in ein Flugzeug steigen würde und zurück nach Deutschland fliegt, er müsste nur noch ein Ticket buchen. Diesen Job übernahm seine Mutter für ihn. Sie buchte ihm ein Ticket und auch ein Busticket nach Deutschland für den Fall, dass er wegen seiner Ohrenverletzung immer noch nicht fliegen könnte. Denn sie hatte ihm auch mitgeteilt, dass bevor er in irgendein Flugzeug steigt, er unbedingt zum Flughafenarzt, den jeder große Flughafen hat, gehen muss und dort sich noch einmal durchchecken lässt, damit er letztendlich auch das Go kriegt, alles ist in Ordnung, du kannst nach Hause fliegen. Die Mutter teilte dies zwar Lars mit, doch schon kurze Zeit später bekam sie von Lars einen Anruf, wo er ihr mitteilte, dass sie ihm gesagt hätten, er dürfte weder fliegen noch fahren. Sprich, er soll angeblich mit Ärzten dort gesprochen haben oder mit irgendwelchen Leuten, die ihm verboten hätten, nach Hause zurückzukehren. Das Seltsame aber war gewesen, dass zu diesem Zeitpunkt Lars noch überhaupt nicht beim Flughafenarzt gewesen ist. Auch Überwachungskameraaufnahmen vom Flughafen selbst zeigen keine Konversation, die Lars mit irgendwelchen Leuten dort gehabt hatte. Warum Lars also auf einmal mitteilte, dass er nicht nach Hause fliegen oder fahren dürfte, ergibt letztendlich überhaupt keinen Sinn. Zudem muss man sagen, dass zu diesem Zeitpunkt auf den Überwachungskameraaufnahmen des Flugzeuges Lars noch relativ ruhig und entspannt wirkt. Man kann mit ansehen, wie er mehrere Stunden einfach nur umherspaziert und grundsätzlich mit seinen Sachen entspannt wirkt. Dann entscheidet er sich, dem Ratschlag seiner Mutter doch noch Folge zu leisten und er geht eben zu einem Arzt, der im Flughafen ist. Er geht zu diesem Flughafenarzt hin und lässt sein Ohr noch einmal untersuchen. Und dieser Arzt stellt fest, dass die Verletzung zwar vorhanden ist, aber dass er mit dieser Verletzung durchaus nach Hause fliegen könnte. Sie sei nicht so akut, nicht so schlimm, dass das Ganze ein Problem darstellen würde. Hier war auch alles grundsätzlich gut gewesen. Doch dann passierte schon wieder etwas Seltsames. Denn während der Flughafenarzt mit Lars sprach, betrat eine dritte Person das Sprechzimmer. Eine Person, die eigentlich scheinbar beim Flughafen arbeitete, doch die dem Arzt nicht wirklich bekannt vorkam. Diese Person kam rein, tat nicht sonderlich groß etwas, doch in dem Moment, wo eben dieser Flughafenmitarbeiter in den Raum trat, wurde Lars unfassbar unruhig. Er bekam scheinbar Panik und murmelte die Worte, er möchte nicht sterben. Und in dem Moment, wo eben er diese Panik bekam, als dieser nicht weiter bekannte Mitarbeiter den Raum betrat, sprang er auf, rannte aus dem Sprechzimmer, ließ alle seine Sachen zurück, seine Tasche mit Reisepass, Portemonnaie und allem Möglichen und sprintete davon. Auf Überwachungskameraaufnahmen des Flughafens ist ganz klar zu erkennen, wie Lars eben scheinbar aus dem Nichts lossprintet mit einer unfassbar hohen Geschwindigkeit und direkt aus dem Flughafen stürmt. Ihr müsst wissen, dieser Flughafen ist ja ein gesicherter Bereich. Du kannst natürlich rausgehen, aber du kannst das Gelände nicht einfach so verlassen. Es gibt überall eben einen Zaun, der rundherum aufgestellt ist, der relativ hoch und mit Stacheldraht ist und es gibt eben klare Durchlässe, wo man rein und raus kann.
Lars war allerdings ein sehr guter Sportler und Läufer gewesen und man kann somit auf diesen Überwachungskameraaufnahmen ansehen, wie er raussprintet, über eine Wiese sprintet und dann über diesen hohen Zaun mit Stacheldraht einfach hinüberklettert. Sprich, irgendetwas scheint vorgefallen zu sein in diesem Flughafen, das dazu führte, dass Lars unbedingt abhauen musste, dass er unbedingt wegsprinten musste und sogar über diesen hohen Zaun kletterte und danach in einem Sonnenblumenfeld einfach verschwand. Ab diesem Moment gibt es keinerlei Aufzeichnung mehr von Lars Mittank. Dies war das letzte Mal, dass man ihn gesehen hatte. Die Kameras, die filmten, wie er über den Zaun kletterte. Und seitdem geht eben die Suche los. Die Mutter hatte keine Möglichkeit mehr, mit Lars Kontakt aufzunehmen, da auch sein Handy zusammen mit all seinen anderen Wertgegenständen zurückgelassen wurde. Er hatte also quasi nichts bei sich getragen, außer die Klamotten, die er angehabt hat. Und seitdem gibt es nicht sonderlich viele Informationen, die wir über Lars wissen. Es gab noch Aussagen von zum Beispiel einigen Urlaubern, die beschrieben, sie hätten Lars gesehen in Varna. Und es gab auch Aussagen von zum Beispiel einem Truckfahrer, der behauptete, er hätte Lars ein Stück mitgenommen, wüsste aber nicht mehr genau, wo er ihn abgesetzt hatte. Auch spätere Aussagen von zum Beispiel Truckfahrern aus Deutschland, die behaupteten, sie hätten Lars gesehen, konnten nicht verifiziert werden, beziehungsweise in manchen Vorfällen konnte nachgewiesen werden, dass es nicht Lars gewesen ist. Das sind letztendlich alle Informationen, die wir zu diesem gruseligen Vorfall haben. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, was zur Hölle ist mit Lars Mittank passiert? Was genau ist eben in diesem Bulgarien-Urlaub vorgefallen? Und hierfür gibt es einige Theorien. Zunächst einmal die Theorie, die wahrscheinlich die ersten Leute vermuten würden. Lars hatte die Wahrheit gesagt und wurde scheinbar von irgendjemandem verfolgt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, von wem könnte er verfolgt worden sein? Es gibt da zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass er eben verfolgt wurde von diesen deutschen Fußballfans, beziehungsweise von diesen Leuten, die angeheuert wurden von den deutschen Fußballfans. Es ist natürlich schon komisch, dass eben diese deutschen Fußballfans Leute angeheuert haben sollen, dass sie Lars schlagen. Es gibt eben nun Leute, die vermuten, dass vielleicht dieser Streit, den sie gehabt hatten, deutlich schlimmer gewesen ist und deutlich mehr eskalierte und dass eben daraufhin Leute darauf beauftragt wurden, dass sie Lars verfolgen und vielleicht sogar gefangen nehmen sollten. Es könnte also sein, dass Lars, genauso wie er ins Hotelzimmer geflüchtet ist, auch immer noch vor diesen Leuten flüchtete, dass er immer noch versuchte, vor ihnen wegzukommen. Dafür gibt es allerdings keinerlei Fakten. Man konnte nicht herausfinden, wer diese deutschen Fußballfans waren und man konnte auch nicht herausfinden, wer diese Bulgaren oder Russen gewesen sind, die ihm aufs Ohr geschlagen haben. Dies ist nur eine grobe Vermutung, die man anstellen sollte. Eine andere Theorie, die es gibt, ist eben, dass Lars in Schwierigkeiten kam, als er in diesem Hotel Color in dieser zweifelhaften Gegend von Varna gewesen ist. Denn in dieser Gegend gibt es eben durchaus eine hohe Kriminalitätsrate und es könnte sein, dass er eben Stress gekriegt hat mit irgendwelchen Banden, Gangs oder sonst wem, die dort untergetaucht waren. Sollte dies der Fall gewesen sein, hatte er vielleicht etwas mitgekriegt, was er nicht durfte, oder hätte er etwas Schlimmes getan. Und es könnte nun sein, dass eben diese Leute versuchten, ihn zu jagen, zu schnappen, zu entführen oder sonst etwas zu tun. Dies würde eben erklären, warum er diese Panikattacken, verfolgt zu werden, erst gekriegt hat, als er eben in diesem Hotel Color angekommen ist. Aber auch dafür haben wir keinerlei genauere Informationen. Es gibt keine Zeugenaussagen, die behaupten, man hätte gesehen, wie Lars mit anderen Leuten geredet hatte. Oder man hätte mitgekriegt, dass irgendwer Lars verfolgte. Auch zu dem Zeitpunkt, wo Lars sich im Hotelfahrstuhl versteckte, gibt es keine Überwachungskameraaufnahmen, die irgendwie zeigen, dass mit ihm jemand im Hotel ist, der nach ihm sucht. Er wirkt allgemein nicht so, als würde er wirklich verfolgt werden, sondern vielmehr so, als wäre er extrem paranoid, als würde er sich gerade diese ganzen Sachen vorstellen. Es könnte natürlich sein, dass dieser seltsame, unbekannte Mitarbeiter des Flughafens, den der Flughafenarzt nicht genau beschreiben konnte, auch zu dieser Gruppe gehörte, die versuchte, Lars etwas Schlimmes anzutun. Und dass genau deswegen Lars Panik bekam, als diese Person das Wartezimmer bzw. das Sprechzimmer betreten hatte. Dass also vielleicht eine dieser Entführerpersonen für den Flughafen arbeitete oder eine Uniform geklaut hatte und sich ausgeben wollte als ein Mitarbeiter des Flughafens. Wir wissen auf jeden Fall, dass der alleinige Anblick dieser extra Person so eine Panik und Angst in Lars ausgelöst hatte, dass er sogar bereit war, einen 3 Meter hohen Zaun mit Stacheldraht zu überwinden. Wir haben also hier erstmal die erste Möglichkeit. Lars wurde verfolgt.
Lars wurde von irgendwelchen Leuten heimgesucht oder verfolgt, die ihm etwas Schlimmes antun wollten. Dies ist die erste theoretische Möglichkeit, die wir haben. Doch wir müssen natürlich auch noch über eine zweite Möglichkeit sprechen, und zwar eben über die Möglichkeit, dass Lars sich das alles tatsächlich nur eingebildet hatte. Dass er also quasi in diesem Moment an einer Psychose litt, beziehungsweise an einer schizophrenen Phase. Hier muss man zunächst einmal sagen, dass Lars nicht schizophren gewesen ist. Es gibt keine Krankheitsgeschichte von ihm, die bezeugen würde, dass er eben vorher schon einmal solche Phasen gehabt hatte. Das, was eben vorgefallen war im Bulgarienurlaub, war etwas völlig Neues gewesen, was man so noch nicht von ihm erlebt hatte. Doch es gibt mehrere Gründe, die dafür sprechen würden. Zunächst einmal das Medikament, das er vom Krankenhaus verschrieben gekriegt hat. Es gibt eine sehr, sehr seltene Nebenwirkung, dass man eben tatsächlich Psychosen kriegen kann oder Wahnvorstellungen, wenn man dieses Medikament zu sich nimmt. Diese Nebenwirkung ist extrem seltsam, aber theoretisch möglich. Dies wirkt jetzt eher so wie die Antwort auf das ganze Rätsel, doch tatsächlich sieht die Situation hier etwas anders aus. Denn unterschiedlichste Quellen sprechen davon, dass in den ganzen Wertgegenständen von Lars, die er am Flughafen zurückließ, auch die Packung mit seinen Medikamenten enthalten war. Und diese Packung mit Medikamenten war scheinbar nicht angerührt worden. Sprich, er hatte überhaupt keine der Tabletten genommen, die er zu sich nehmen sollte, und ließ sie dort zurück. Mit anderen Worten, diese ganze Theorie, dass es eine Nebenwirkung seines Medikaments sein könnte, können wir eigentlich außen vor lassen, das können wir eigentlich ausschließen, weil er sie eben nicht genommen hat. Doch was könnte dann so eine Psychose ausgelöst haben? Es gibt noch zwei Möglichkeiten, die verantwortlich sein können. Möglichkeit 1, es entstand durch das Trauma, das der Schlag verursacht hat. Vielleicht war der Schlag wirklich so stark gewesen, dass es auch etwas mit seinem Gehirn gemacht hatte und er daraufhin eben diese Psychose entwickelte, die erst einige Zeit später austrat. Dies wäre rein theoretisch möglich, wenn auch ebenfalls selten. Die letzte Möglichkeit, die von vielen Leuten als die wahrscheinlichste Möglichkeit geglaubt wird, ist eben die Theorie, dass Lars Mittank vielleicht in Kontakt mit anderen Substanzen kam. Es soll laut einem Privatdetektiv relativ leicht möglich sein, in dieser Gegend, wo das Hotel Color war, auch an unterschiedlichste illegale Substanzen zu kommen. Es soll dort auch mehrere Leute geben, die dies einfach jedem möglichen Typen anbieten. Wenn Lars also in diesem Hotel gewesen ist und extrem starke Ohrenschmerzen gehabt hat und jemand zu ihm kam und ihm diese ganzen Substanzen anbot und meinte, das wird dir helfen, könnte er sie genommen haben und als Folge dieser Substanzen eine paranoide Episode entwickelt haben. Er könnte also quasi durch den Konsum diese Paranoia gekriegt haben und deswegen spielte sich das Ganze auf einmal ab. Wir haben, wie gesagt, darüber keine klaren Beweise. Da wir Lars bis heute nicht gefunden haben, gibt es auch keinerlei Screenings, die ergeben würden, ob er Substanzen in seiner Blutbahn hatte. Lars ist immerhin verschwunden und was genau in dieser Nacht zum Beispiel, wo er eine Stunde lang das Hotel verlassen hat, passiert ist, kann niemand wirklich mitteilen. Die ganze Sache ist unfassbar gruselig und bis heute gibt die Mutter zum Beispiel von Lars die Hoffnung nicht auf, dass ihr Sohn irgendwo da draußen noch ist und lebt. Dass er eben immer noch irgendwo in Bulgarien oder in Europa sonst wo untergetaucht ist und einfach immer noch unter dieser Psychose leidet. Und das Ganze kann durchaus sein. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus, dass wir also quasi seinen Körper einfach bis heute nicht gefunden haben, aber es ist genauso gut denkbar, dass er irgendwo da draußen immer noch lebt. In der Vergangenheit gab es zum Beispiel auch Vorfälle, wo ein Mann aus Brasilien entdeckt wurde, der keinerlei Erinnerung an sein früheres Leben hatte. Dieser Mann sah völlig verwahrlost aus und erinnerte optisch an Lars Mittank. Damals gab es eine sehr große Hoffnung, dass eben genau dieser Mann vielleicht Lars Mittank gewesen ist, doch mittlerweile stellte sich heraus, dass dies sehr unwahrscheinlich ist. Wir wissen einfach nicht, was hier passiert ist. Irgendetwas Gruseliges muss vorgefallen sein, irgendetwas muss Lars so krass verängstigt haben, dass er einfach davonrennen musste. Was es war, wissen wir aber nicht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich wollte diesen extrem interessanten Fall einmal genau und ausführlich euch berichten. Falls ihr Ideen habt, was hier passiert sein könnte, schreibt sie gerne in die Kommentare. Eure Meinung würde mich sehr interessieren. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.